Ist auch dein Unternehmen von der Corona-Krise betroffen und du bist vielleicht schon gerade dabei, deinen Antrag zu stellen über die Hausbank zur KfW? Nun, dann wirst du feststellen, dass auch die Hausbanken erstens Homeoffice haben zum größten Teil und zweitens einen Stapel von anderen Anträgen auf dem Tisch haben und die Frage ist, wann kommst du ran? Und genau für diese Situation wurde von der KfW just ein neues Programm auf den Markt gelegt, nämlich der KfW Schnellkredit bis 800.000 Euro. Und ich sage dir heute, ob du antragsberechtigt bist und wie du diesen Antrag richtig stellst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und unsere über 40 Mitarbeiter helfen bundesweit Unternehmern dabei, entweder erfolgreich zu starten, Krisen zu überwinden oder später erfolgreich das Unternehmen auch zu verkaufen. Und dadurch, dass wir digital arbeiten, dadurch, dass wir zertifiziert sind, kann auch die Beratung für dich keinen Cent kosten, weil es auch einen 4.000 Euro Zuschuss gibt. Und diese Mittel kannst du auch dafür verwenden, wenn wir dir dabei helfen, das KfW-Schnellkreditprogramm zu beantragen. Kommen wir zum ersten Punkt, wer nämlich dieses Programm beantragen kann. Und die gute Nachricht ist, jeder, der ab dem 1. Januar 2019 bereits am Markt war, im Jahr 2019 keine Krise hatte, sondern Gewinne erzielt hat und wo die Mitarbeiter zwischen 11 bis maximal 249 insgesamt an der Anzahl vorhanden sind. Die Höchstsätze, die du beantragen kannst mit deinem Unternehmen, liegen bei 500.000 Euro, wenn du zwischen 11 bis 50 Mitarbeiter hast und bis 800.000, wenn du mehr als 50 Mitarbeiter hast, aber weniger als 250. Allerdings ist es so, dass du nicht sofort die maximale Summe auch beantragen kannst, selbst wenn sie brauchst, sondern es wird als weitere Bemessungsgrundlage dein Umsatz 2019 herangezogen. Das bedeutet, von deinem Gesamtumsatz 2019 kannst du maximal 25%, also 3 Monate, beantragen. Hast du also beispielsweise 50.000 Euro Umsatz pro Monat im Schnitt gemacht, dann kannst du maximal 150.000 Euro auch beantragen. Die Konditionen sind speziell jetzt auf die Corona-Krise angepasst. Das bedeutet also, dass die KfW nicht wie üblich 50, 70 oder 80% in die Bürgschaft geht, sondern sie übernimmt gegenüber der Hausbank 100% der Bürgschaft. Das bedeutet, die Hausbank hat kein Risiko und dadurch wird das Programm schneller durchgeleitet. Der Zinssatz allerdings ist nicht ganz so günstig wie bei den anderen Corona-Soforthilfeprogrammen oder Liquiditätshilfen bei 1 oder 2%, sondern liegt hier bei 3%. Aber dafür ist die Laufzeit verlängert von den anderen Programmen, die üblicherweise 2 bis 5 Jahre laufen, hier auf 10 Jahre Laufzeit. Von einer tilgungsfreien Zeit ist bisher noch nichts bekannt. Der größte Vorteil liegt allerdings bei der Antragstellung, denn normalerweise muss jeder Kreditantrag mindestens 2 Banken durchlaufen, manchmal sogar noch eine 3. Bank, wenn die Bürgschaftsbank mit reinkommt. Das heißt also, Hausbank und KfW-Bank brauchen normalerweise 3 bis 4 Wochen. Und das Besondere an diesem Programm, deshalb heißt es auch Schnellkredit, ist es, dass wenn du diesen Antrag stellst, die Hausbank und die KfW-Bank gar nicht mehr prüft, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Das bedeutet also, sobald du diesen Antrag stellst über deine Hausbank oder über die KfW, wird sofort dieser Antrag durchgeleitet und du wirst innerhalb von einem Zeitraum 2 bis 7 Tage die Gelder ausbezahlt bekommen und die abschließende Prüfung erfolgt dann hinterher. Zusammengefasst ist es also ein sehr schönes Programm, gerade für die Mittelständler, die zwischen 10 bis 250 Mitarbeiter haben. Und selbst wenn du 2019 keine Gewinne hattest, gibt es noch eine gute Nachricht, nämlich wenn du die letzten 3 Jahre, also 19, 18, 17 im Durchschnitt immer mit Gewinnen hattest, dann ist es so, dass du auch diesen Antrag stellen kannst. Wenn du jetzt dabei Unterstützung brauchst, diesen Antrag richtig zu stellen, also kurz die Situation zu beschreiben, die Vergangenheit richtig abzubilden und eine Fortführungsprognose zu machen über 1 oder 2 Jahre und eine kurze Konzeptbeschreibung machen willst, dann kannst du gerne auch unsere Berater dafür in Anspruch nehmen, denn wir machen nichts anderes als solche Anträge schreiben. Und das Gute ist, dadurch, dass die X-Group zertifiziert ist, werden auch die Beratungskosten bis zu 4.000 Euro zurzeit vollständig von der BAFA, dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, dir geschenkt. Das heißt, zögere nicht, mache Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch, abonniere gerne unseren Kanal, bewerte das Video mit Daumen hoch und empfehle uns gerne weiter an all diejenigen, die dieses Programm noch nicht kennen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Überwindung deiner Krise. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.